hallo und herzlich willkommen, meine liebe Trader Gang bei BinaryStrategy.net und Geld verdienen im Internet mit Trading. Heute habe ich mal wieder einen Trade hier gemacht. Einer auch in unserer Trader Gang mitgemacht, also mindestens einer, denn mit dem schreibe ich hier, dürfte der Fossi sein, der Fossi. Und ja, wir haben hier einen schönen Trade erwischt im Euro-US-Dollar. Ja, können wir hier mal gucken, warum wir in den Trade reingegangen sind mit unserer Strategie. Ist ganz einfach zu erklären. Wir waren hier, wir haben hier unsere Indikatoren an der Seite, die wir aus- und einschalten können. Jetzt habe ich mal alle eingeschaltet. Aber ich schalte mal die ab und lasse nur diesen drin. Ja. Wir können ja ganz einfach sehen, warum wir in den Trade reingegangen sind. Wir traden mit Renko Bars. Strategieerklärung findet ihr auf meinem Kanal und die Installation im WhatsApp Trader Chat. Wie ihr WhatsApp Trader Gang Mitglied werden könnt und Discord, erkläre ich euch am Ende des Videos. Jo, dann passt mal auf. Also wir hatten hier einen Einstieg. Wir haben unseren RSI Collar, haben wir hier. Den haben wir drin als Indikator, dann habe ich den Kanal drin, unseren Channel hier und unseren Support und Resistance habe ich auch eingeschalten. Und jetzt ist ganz einfach, wir sind in den Trade hier reingegangen, weil wir an die Resistance vom Support H1 und in der Nähe vom Support D1 waren. Also hier diese Linie und diese grüne ist, einmal die grüne ist für die Resistenz für den Stunden. Ablauf und das ist die Support vom Tagesablauf. Und ja, da ist mir eigentlich bewusst geworden, dass er hier direkt am Support, an der Resistanz von H1 dran ist und wenn er noch ein Stück höher geht, nochmal 5 Pips, wahrscheinlich vom Support D1 runterfällt. Warum? Weil wir haben einen, wenn ihr in höhere Timeframes schaltet, einen brutalen Abwärtstrend im Euro-US-Dollar. Also wir haben wirklich einen brutalen Abwärtstrend im Euro-US-Dollar und darum habe ich den hier auch mitgenommen. Der hier wäre nicht so toll gewesen. Wo war er denn? Hier. Hier. Der hier. Weil der war hier noch nicht an der Resistenz. Der war noch nicht an der Stundenresistenz. Hier eventuell schon reingegangen. Da wäre man ausgestoppt gewesen bei 10 Pips, denn ich habe immer 10 Pips Stop-Loss drin. Da wäre man ausgestoppt gewesen, aber spätestens hier dann, wo wir an der Support D1 und an der Resist H1 waren, ist er dann nach unten gekommen. Ganz wichtig auch, wir haben hier im RSI, der wurde rot, weil der überkauft war über der 70er Linie. Ja, deswegen haben wir hier wirklich die Kriterien da. RSI überkauft, rot, dann direkt an der Resistenz H1. Wartet mal. Also als erstes wirklich schauen, dass wir hier unseren RSI haben. Der RSI muss sein, dass der rot ist, also überkauft, wenn wir nach unten traden. Der muss rot sein, dass er überkauft ist. Und der wird rot, wenn er über die 70er Linie kommt hier, über diese Linie. Dann wird der rot. Das muss auf jeden Fall sein. Dann meine Einstiege müssen auch sein, dass ich hier wirklich in der Nähe bin von Resistenzen. Hier war direkt dran, Resistenz H1, hat mir auch gepasst und ja, RSI, Resistenz, eine Support für Tag, im Tageschart und die Resistenz im H1 Chart, ganz wichtig. Das hatte ich und damit wusste ich rein. Ich habe hier auch noch meinen Probability Meter, das war auch auf Short gestanden, da schaue ich, es ist nicht so krass, dass ich da drauf schaue, aber hier sehe ich eben, was macht der MACD. Schaut der auch nach unten, was macht die Stochastik, schaut die auch nach unten und ja, ich schaue halt so drauf. Aber hier der perfekte Einstieg mit unseren Renkos, da wir eben an den Support- und Resistenzlinien waren und unsere RSI auch überkauft war. Somit sind wir in den Trade rein und ganz wichtig ist eben, ja, Trendrichtung Leute, Trendrichtung. Wir wissen, Euro-US-Dollar ist stark am Fallen, das könnt ihr überprüfen immer, die Trendrichtung, wenn ihr H1, H4, D1 nehmt, also ich schaue mal auf H1, H4, D1 und sehe halt, dass, aber da muss man auch nicht schauen in dieser Zeit jetzt hier, da wissen wir, dass der Euro schon seit Wochen fällt,
oder wenn man mal auf Monatsansicht geht, seit Monaten nach unten fällt. Somit Abwärtstrades absolut in Ordnung. Und wir waren hier wirklich direkt an der Support vom D1. Da wusste ich, wenn er hier dran schlägt, spätestens an die Support, wusste ich nicht, aber vermutete ich, dass er dann nach unten abfällt. Und wir waren direkt an der Resistenz von H1 dran und blab. Ja, das wäre es gewesen. Darum sind wir in den Trade rein hier. Und im Moment, ja, ist mein Trailing Stop, der zieht sich hier automatisch nach unten, also dass er dann den Profit nimmt, habe ich hier eingestellt auf 200 Punkte. Kann man nämlich auf Rechtsklick, wenn ihr die Order, Rechtsklick nehmt, Trailing Stop, Benutzer definiert und dann 200 Punkte, sehen wir hier. Also der wandert automatisch, denn wir sehen jetzt hier, er hält hier gerade fest an der Support vom H1, somit ist jetzt möglich, dass der zurückbounced hier oben und ich meinen Profit nehme, also der automatisch dann meinen Profit nimmt von 1730. Und 1730 ist okay, die 200 Punkte Trading Stops sind ebenfalls okay, denn wenn er jetzt hier nochmal nach unten fällt bis zum Support H4, dann habe ich ein dickes Ding mitgenommen, werden wir sehen, ob er es macht, aber ich habe auf jeden Fall jetzt schon den guten Gewinn hier von 1730. Wie gesagt, wie die Strategie funktioniert, die habe ich erklärt auf meinem Kanal. Schaut mal nach. Das dürfte das viertletzte Video sein. Drittletzte oder viertletzte. Wie es installiert wird, bekommt ihr im, das Video in der WhatsApp-Gruppe, TraderGang WhatsApp-Gruppe. Und ja, es ist wirklich eine feine Strategie. Ja, schaut mal auf mein letztes Forex-Video, da ist auch schon mega gut gelaufen. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob er noch durchläuft, schreibe ich dann auf jeden Fall in der WhatsApp-Gruppe, ob er Take Profit mitgenommen hat von 1700 Dollar oder ob er noch ein Stück weiter nach unten gegangen ist. Wie wirst du TraderGang-Mitglied oder wie kannst du mit uns zusammen Forex traden und wie bekommst du diese Strategie hier? Wenn du nur an Forex interessiert bist, dann findest du unterhalb des Videos einen Robo-Forex-Link. Da musst du dich anmelden und mindestens 500 Dollar einzahlen. Ich empfehle hier 1000 Dollar natürlich für Forex. Mindestens. Und ja, schreib uns dann deine Robo Forex Account Nummer, dann können wir das checken auf WhatsApp. WhatsApp Nummer findest du unterhalb des Videos in der Beschreibung. Und ja, dann bekommst du in der WhatsApp Gruppe diese Strategie und tradest die eben mit uns jeden Tag zusammen auf Discord und WhatsApp. Also gemeinsam traden, jeden Tag gemeinsam traden. Ja, schickt mir einfach auf WhatsApp dann die Robo Forex ID von euch, wenn ihr euch das interessiert. Dann schalte ich euch frei für den WhatsApp-Chat und da könnt ihr die dann downloaden, die Strategie. Und auch das Installationsvideo finden und natürlich auch mit anderen Tradern quatschen. Wir haben eine richtig aktive WhatsApp-Gruppe, wirklich eine richtig krasse aktive WhatsApp-Gruppe, wo jeden Tag richtig diskutiert wird, zusammen getradet wird etc. Ist wirklich eine tolle Gruppe. Wirklich, wirklich, ist die tollste Gruppe, die ich jemals wirklich gesehen habe in Sachen Trading. Vor allen Dingen Deutsch, das sind rein deutsche Leute. Und ja, dann würde ich sagen, happy trading, meine Freunde. Ich berichte vielleicht noch in die Kommentare dann, ob er hier in den Trading Stop gegangen ist und 1700 mitgenommen hat oder eventuell etwas mehr. Ja, happy trading, Freunde. Gebt mir ein Like, gebt mir einen Kommentar, gebt mir ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Und happy Trading. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Trading-Woche, denn heute ist ja Montag, Start der Woche. Bye, meine Freunde.